Ja, ein weiterer Trend auf der Eurobike in Friedrichshafen sind Scheibenbremsen am Rennrad. Es gibt einige Hersteller, die sind da schon recht weit. Ein Prototypen habe ich gefunden bei Merida, nämlich das Disc Ride. Das ist ein Vollcarbonrahmen, der allerdings nicht auf Racing ausgerichtet ist, sondern naja, auch Tourenvarianten zulässt. Sprich, 28er Reifen können montiert werden, Schutzbleche können angebaut werden. Und der große Vorteil von Scheibenbremsen am Rennrad ist sicherlich gerade in diesem Bereich die perfekte Bremswirkung in allen Lebens- bzw. Wetterlagen. Keine nasse Felge mehr, die Vorlauf braucht, bis sie wirklich bremst, sondern eine Bremskraft von vorne bis hinten zu 100%. Im Rennbereich auch noch gar nicht zugelassen, denn die UCI, die hat da noch keine Freigabe erteilt, ganz anders als im Crosssport. Und grundsätzlich ist das natürlich dann auch eine Ansage an die Felgenhersteller. Sprich, man braucht keine Bremsflanken mehr auf Carbonfelgen, wenn man denn mal im Rennsport angekommen ist. Die rotierende Masse, die verlagert sich somit von außen auch ein bisschen mehr nach innen. Also grundsätzlich eine sehr interessante Sache. Und viele Dinge, die noch geklärt werden müssten, sind vielleicht gerade im Carbonbereich auch die Wärmeableitung. Denn man kann sich vorstellen, so eine Scheibe, die wird sehr heiß. Und Carbonrahmen lösen sich ja dann in Hitze eher auf. Aber hier hat man sich bei Merida schon einige Gedanken gemacht, woanders natürlich auch. Und ja, ich bin mal gespannt, inwieweit sich der Trend auch dann mal im Rennsport durchsetzen wird. Es wird vom Weltverband abhängen, aber grundsätzlich sicher bremsen, auch bei Nässe, gerade für Profis, sicherlich ein Thema.